Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Total War Warhammer 3 als Torek Ironrow. Wir kämpfen weiter gegen die untoten Maschinen dort vor. Was haben wir denn? Skelette, ein paar Zombies und das sind die einzigen wirklich guten. Wer weiß. Ich meine, wir könnten dich da drauf schicken. Dann kannst du wenigstens einen stolzen Tod gegen Untote kämpfen. Nein. Ja, mein Katapult aufstellen, das kann dann die ganze Zeit schießen. Aber so, ist egal. Vielleicht baue ich mich hier auf und laufe links und rechts hoch. Ich meine, genug Platz zum Fighten müssen wir haben. Stell ich dich hier auf, stell dich hier auf, zack. Zack. Drei hier, und ihr kriegt noch die Quatschrohrer. Dafür kriegst du den Haupthelden, und ihr kriegt nur den Helden. Den Hauptlord, nicht Held. Was anderes. Zack, zack. Und Feuer. Ei. Ei, ei, ei. Warum seid ihr schneller als die? Ihr seid ein bisschen schneller als die, ja. Auf sie, Hammer Time. Stop. Mit. Lauf weg zu rennen. Kämpft und schärft wie die Untoten, die ihr seid. Dann marschiere ich halt bis zum Victory Point. Wenn ihr das haben wollt. Frage mich, ob ich das bouncen kann. Kann's bouncen. Meh. Meine sind okay, Utility Spell, den man für low kriegt, also der kostet ja nichts. Utility nicht, aber man hat ihn halt. Besser als gar nichts. Damit er was Worth ist, würde ich seinen Cooldown ein bisschen niedriger haben. Was nur unser Zauber ist trotzdem. Will ihr eigentlich Range? Ja, Range, ja. Oh, ich kann euch Speed boosten. Ja, los. Speed. Maximaler Speed. Ja. Tötet sie, mein kleiner Kampfzwerge. Zack. Feuerrune?
2, 1. Die Ironbreakers machen hier Arbeit. Wenn ihr nur ein paar Skelette tötet. Also fühlt euch gar nicht. Sind nur ein paar spooky, scary Skeletons. Die sind ein paar Shivers down our spine. Ich brauche die gar nicht zum Runden, die sind schon am Fallen. Aber die Berge sind schon sehr geil. So, sie können mit einem relativ kleinen Schild sich verteidigen, weil sie klein sind. Rüstung und so weiter. Also, ressourceneffektiv sind sie schon. Auch wenn sie natürlich sich eigentlich nur von Meat und Fleisch ernähren. Und dadurch wahrscheinlich doch nicht so ressourcensparend sind. Habe ich noch Meat? Ich habe jetzt irgendwie Bock drauf. Ich habe noch Meat. Ich glaube, davon ziehe ich mir gleich ein bisschen was. Wie viel haben wir? Ja, ich darf mir gleich davon ein bisschen was reinziehen. Ich habe auch noch einen guten Whisky. Whisky oder Meat? Ich glaube, ich habe jetzt eher Lust auf Meat. So in der Kälte. Das ist, glaube ich, so ein bisschen geiler. Vielleicht wärme ich ihn ein bisschen an. Weiß nicht. Bisschen warmer Meat. Fast das gleiche wie Glühwein. Nur anders. Beides einfach warmer Wein. Wenn, auch wenn bei Glühwein nur ein paar extra Gewürze reingeworfen wurden. Wo warst du eigentlich? Ich glaube, ich habe dich voll vergessen. Und du wurdest einfach von Türmen runtergemacht, kann das sein? Weil die haben keine Schilder. Es ist klar, dass er da ein bisschen Schaden davon bekommt. Ich finde die Explosion nicht mal so schlecht. Keinen Zauber für euch. Zack, 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 zack. Hier was upgraden. Nebedibdabda. Da ist der da dran. Kontrolle. Kontrolle ist wichtig. Ich glaube, ich nehme erstmal ein bisschen Munition. Um meine Quirrellas noch ein bisschen abzugraden. Leider haben Zwerge keinen Hammer. Sie können mit ihren Körpern wirklich guten Amboss machen. Aber so ein Hammer, der dann auf diesen Amboss draufschlagen kann und das Eisen, also die gegnerischen Leute dazwischen, verändert, das haben sie leider nicht. Also keine Kavallerie. Oder. Oh, ich sehe gerade, ich habe ein bisschen Oath Gold. But just a little bit. So. Irgendwas für unseren Helden. Wardsafe ist natürlich gut. Not bad, wollte ich schon wieder sagen. Melee. Master Rune of Flight.
Einmal eine Rune of Armor. Und ein paar Banner. Baba baba. Causes great. Was? Causes fear or causes terror? Fear ist wahrscheinlich besser als Terror. Aber das brauchen wir gar nicht. Ich wollte eher mir. Artillerie. Oh. Also mit den Runen kann man bestimmt auch einen Haufen unterschiedlicher Armeen aufstellen. Aber ich wollte das hier Wardsafe. Kann ich eigentlich einen Banner zweimal auf denselben Charakter machen? Ach, man kann es nur einmal machen. Ups. Ach, euch kann man unendlich viel forgen. Sind Talismane nicht auch nur auf den Helden? Okay. Bisschen Wardsafe, aber nur wenn man gegen was Bestimmtes kämpft. Oh, den wollte ich gerade machen, aber wir haben keinen Spice. Nur Magic Attacks. Meh. So, muss ich die erste Spanne aus? Wo ist denn? Ich muss. Oh. Darf ich nicht? Master Rune Lord. Ach, die Runen sind ein extra Slot. If you want something done right. Okay. Das heißt, du hast hier eine Rune. Master of Kunga, Missile Resistance. Habe ich das gecraftet? I'm Confucius. Das Runecraft-System wirklich ein bisschen seltsam. Oh, er steht jetzt auf seinem. Irgendwie haben die Zwerge gerne einen Thron, der von anderen Zwergen getragen wird. Naja, sie haben keine Pferde. Also ich glaube, keine der Einheiten von den Zwergen hat irgendwas geritten ist. Außer vielleicht, wenn man jetzt zählt, wenn sie in einem Gyrokopter oder so sitzen. Aber irgendwie auf einem anderen Liebewesen reiten tun sie nicht. Ja, na, sie können einmal den Saurus. Das zählt aber wahrscheinlich nicht. Korn. Korn, was wird das, wenn man fragen darf? Was wird das? Können mir gerade fast gar nicht leisten, eine zweite Armee zu machen. Fast gar nicht, wow. Das heißt, als nächstes wird sich hier runtergekämpft. Sind hier Skaven? Hier sind Skaven. Was haben wir hier? Haufen Untote. So, doch, dich kann ich auf egal was machen. Das war, glaube ich, auf dir. Da kann ich es auch drauf lassen. Und ich mache diese Schlacht jetzt noch zum Schluss. Es müsste. Müsste funktionieren. Kann ich irgendwo gut. Könnte hier zack, zack, zack. Direkt reinrennen.
Muss er sich aufteilen lassen. Wir haben nichts. Na. Nichts Schnelles würde ich nicht sagen. Die sind das Schnellste, was wir, glaube ich, haben. Die Slayer. Also hier rein, uns hier hochkämpfen und da rein. Na. Können natürlich die Mechanik probieren. Zack, zack. Wie viel Speed hast du? 26, 40. Das ist das Schnellste, was wir haben, oder? Ja. Und der Held kommt noch mit. Und unser Lord kämpft hier. Start Battle. Killers. Zack. Ihr helft. Und ihr bricht das hier ein. What, what? Rune of Doom. Rune of Doom klingt auch nice. Rune of Oath and Steel. Rune of Speed. Nein, Rune of. Rune of Doom klingt besser. Weil es sich auch reimt. Was sich reimt, ist immer gut. Abklimmen. Bisschen hoch. Wie langsam seid ihr? Ich weiß, ihr seid Zwerge, aber come on. Ich habe euch doch den Befehl schon vor 30 Tagen gegeben, dass ihr da hinrennen sollt. Ei. Huch, hier ist ein Loch. Warum liegen da Stroh? Ein Gedanke rein. Ihr kommt jetzt erst da dran an. Oh, es ist. Gebe ich mal meinen Leuten hier ein bisschen Verteidigung. Und eine Rune of Doom. Und wir bouncen. Ich glaube, wir bouncen. Zack, zack, zack. Wo sind eigentlich hier Friendly Units? Da, hier. Das heißt, ich kann da. So viel ich will, explosive Sachen reinballern. Drauf. Okay, wenigstens seid ihr schnell im Gate zusammenschlagen. So, kann irgendwie nicht da hinten hin. Weiß nicht, was mit meinem Game los ist. Ob sie mal die Kameraführung geändert haben. Dass man nur noch in der Nähe von seinen Truppen sein kann. Könnte ich mir vorstellen, aber das wäre ja eine Verschlimmbesserung. Also, gefallen tut, würde mir das nicht.
Ist, glaube ich, erst seit dem neuen Update bei mir so. So, und jetzt seid ihr hier ganz gemütlich am Rüberlaufen. Got it. Und lasst es weiter Grudges regnen. Also das sieht schon gut aus. Es ist auch wirklich so cinematisch. Hey. Ah, wo der Ancestor Gold. Jetzt hänge ich hier. Oh nein. Größere Explosion, glaube ich. Oh, eure Munition ist gleich leer, dann könnt ihr einen Nahkampf. Ja, relativ gut seid. Die sind Melee. Easy Melee Combatants. Okay, hör mal auf zu schießen. Ich glaube, jetzt würdest du hauptsächlich nur noch Friendlies treffen. In den nächsten Reihen, los. Und wir gehen wieder darüber. Ja. Huch. Hier, renn doch nicht. Bleib doch ein bisschen stehen. Wir wollen doch nur reden. Oh. Frag mich, ob der als Untot erzählt. Glaub nicht. Es ist nur ein Master Necromancer. Und noch nicht ein untoter Master Necromancer. Ein Lich, ein Lich. Lich sind ja nicht unbedingt Necromancer. Können ja auch irgendwelche anderen Magier sein, die einfach nur sich selbst zum Untoten gemacht haben. .452, not bad. Wahrscheinlich auch ein paar Friendlies da drin. Eric Miners, Miner with Blasting. Artifact P secured. Und welches? This Bug Gem? Okay, wenn man draufklickt, dann sieht man, wo das ist. Chains. Ui. Braucht man ja fast Armeen in jedem Land. Ja, aus irgendwo. So, zack. Zack. Ach, hier sieht man es auch. Left. Fongs. Aber ich glaube, wir legen uns erstmal mit den Tomb Kings da unten an, oder? Wir machen dann am Schluss die Grudges. Zack, zack.
Zickzack. Oh, Korn geht ab. Ich beende aber die heutige Folge hier. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und dann hört sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.